Tausende von Jahren folgten Zugvögel ihren Wegen über Kontinente hinweg zu ihren Brutplätzen. Ebenso wie die dorfheimischen Tiere waren sie im Kreislauf einer Natur, die einer natürlichen Regulierung unterworfen war. In den vergangenen 100 Jahren allerdings gab es durch die Landwirtschaft und die Industrialisierung gewaltige Änderungen dieses Kreislaufs. Viele Arten fanden sich nicht zurecht und verschwanden. Andere konnten sich den veränderten Bedingungen gerade noch anpassen. Sie leben in relativ kleinräumigen Gebieten, die aber in ihrer Vielfalt ein einzigartiges Refugium darstellen. Im östlichsten Bundesland Österreichs kann man sie in einer einmaligen Wildnis antreffen, in den Natura 2000 Gebieten. Die Landwirtschaft entwickelte sich über Jahrtausende hinweg nur sehr langsam und ohne dabei ihren naturnahen Charakter zu verlieren. In den letzten 50 Jahren erfolgten jedoch Veränderungen in nahezu dramatischer Weise. Ursprüngliche, durch den Menschen weitgehend naturnah gebliebene Ökosysteme sind im Burgenland unter Schutz gestellt worden. Natura 2000 nennt sich das europaweite Netz tausender Schutzgebiete, durch das besondere Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensräume auch zukünftigen Generationen erhalten bleiben sollen. Dabei kann es durchaus erforderlich sein, bestimmte Tätigkeiten des Menschen beizubehalten, ja sogar zu fördern. Im Kellerviertel Heiligenbrunn im Südburgenland bilden jahrhundertealte Wirtschaftsgebäude gemeinsam mit der umliegenden Kulturlandschaft